Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Für die heutige Episode habe ich einen Blick ins Archiv geworfen und diese wunderbare Folge mit der Ökotrophologin Ulrike Gonder hervorgekramt. Ulrike Gonder ist nicht nur Low Carb und Keto Expertin der ersten Stunde, nein, sie ist auch ein Quell schier unerschöpflichen Wissens. Sie hat mittlerweile zahlreiche Bücher zu diversen Ernährungsthemen geschrieben, wobei ihr es das Fett ganz besonders angetan hat. Sie begeistert bei Vorträgen und Seminaren durch ihre mitreißende Art und die Fähigkeit, selbst komplexe Themen verständlich aufzubereiten. Ein weiteres Kernthema von Ulrike Gonder ist die Gehirngesundheit. Was können wir tun, um unser Oberstübchen fit zu halten und dem vorzeitigen und verfrühten Abbau unserer kognitiven Fähigkeiten entgegenzuwirken? Dazu hat sie zusammen mit dem Internisten Dr. Peter Heilmeier ein Buch mit dem sprechenden Titel Essen nicht vergessen geschrieben. In diesem Buch widmet sie sich dem doch ernsten Thema Alzheimer und Demenz. Allein in Österreich gibt es 130.000 Demenzkranke und bis 2050 soll sich das noch verdoppeln. In Deutschland leben derzeit 1,6 Millionen. Also durchaus ein Thema, das uns alle etwas angeht. Doch die frohe Botschaft ist, wir können etwas tun. Es ist kein unausweichliches Schicksal, sowohl die Prävention als auch dann, wenn schon die ersten Einschränkungen da sind, ist mit Lebensstil und Ernährung etwas zu machen. Wir sprechen darüber, was Insulin mit der Gehirngesundheit zu tun hat, wieso Fett eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt und vor allem dafür zuständig ist, dass das Licht im Oberstübchen nicht ausgeht. Willst du mehr tolle Interviews mit Experten und Videos sehen, dann abonniere meinen YouTube-Kanal oder das Podcast über deinen Podcast-Client der Wahl. Somit wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Kennst du den Spruch, was sich messen lässt, lässt sich managen? Dieser Spruch trifft in ganz besonderer Weise eigentlich auch auf die Gesundheit zu. Und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich auch all meinen Klientinnen, mindestens zweimal im Jahr ein wirklich umfangreiches Blutbild machen zu lassen. Aber weil es halt oft gar nicht so einfach ist, wirklich ein passendes Labor zu finden, möchte ich dir die Heimtests von 4U vorstellen. Das Motto von 4U lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. 4U bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Testkits an, die du alle ganz bequem von zu Hause aus machen kannst. Ob es um den Darmcheck geht oder Schwermetalle, Aminosäuren oder du deinen Omega-3 zu Omega-6 Status wissen möchtest, bei 4U findest du genau den richtigen Test. Nutze die wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht. Fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper und Geist wieder in Balance. Und das Beste, mit dem Gutscheincode JULIA10 kannst du auf 4uehealth.de 10% sparen. Also schau vorbei auf 4uehealth.de und spare 10% mit dem Rabattcode JULIA10. Ja, liebe Ulrike, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Hallo Julia. Du hast ja ein neues Buch geschrieben und zwar mit dem Dr. Peter Heilmeier zusammen und es heißt Essen nicht vergessen. Und das ist ein Titel, der ja jetzt erstmal ein wenig zum Schmunzeln anregt, ja. Aber es geht doch um ein sehr ernstes Thema. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Ja, wir haben diesen etwas flapsigen Titel und wir haben ja auch ein flapsiges und wie ich finde ganz lustiges Cover gewählt. Und das mit Absicht. Wir haben da schon auch mit dem Verlag sehr gut drüber nachgedacht. Du hast natürlich recht, es ist ein absolut ernstes Thema. Ich glaube, wir haben alle Angst davor, irgendwie dement zu werden, den Verstand zu verlieren, zu verblöden, wie immer man das nennen möchte.
Aber wir haben ja eine frohe Botschaft, wenn man das so sagen darf. Wir haben ja die frohe Botschaft, dass man etwas tun kann. Und entscheidend ist halt auch hier, dass man rechtzeitig anfängt. Und ich glaube, deswegen ist so der bisschen lustige, flapsige Titel und auch das Cover ganz gut geeignet, weil wir eben die Leute motivieren möchten, bevor sie krank werden oder zumindest ganz am Anfang etwas zu tun und sie zu motivieren, einfach ihren Lebensstil ein bisschen zu verbessern, weil man so viele Einflussmöglichkeiten hat. Und das hat sich noch gar nicht rumgesprochen. Und das war so ein bisschen der Anlass, es wirklich auch fröhlich zu machen, weil ich denke, solange man noch gesund ist oder nur Risikofaktoren und noch keine Symptome hat, darf man das Ganze auch noch fröhlich sehen. Ja, das stimmt. Ich habe das jetzt ein bisschen nachgeschaut, dass ja für Österreich gibt es Zahlen, 130.000 Menschen sind irgendwie an Demenz oder Alzheimer erkrankt und das soll sich irgendwie verdoppeln bis 2050. Deutschland schaut jetzt auch nicht viel besser aus, 1,6 Millionen. Ja. Also es ist doch eine ganz schöne Zahl. Das ist eine große Zahl und man hat eben Sorge durch die demografische Entwicklung, dass die Zahlen zunehmen werden. Also es steigt wohl nicht so schnell, wie man ursprünglich befürchtet hat. Das ist eigentlich auch eine frohe Botschaft, aber das hängt eben damit zusammen, dass man den ein oder anderen Risikofaktor schon im Auge hat und etwas tun kann. Aber allein dadurch, dass wir eben auch mehr ältere Herrschaften haben werden und mehr Insulinresistente, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf zurück, werden natürlich die Zahlen steigen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, für jeden Menschen, der erkrankt, es ist ja eine fortschreitende demenzielle Erkrankung, also eine Erkrankung des Hirns, wo Hirnbereiche Schaden nehmen, die voranschreitet. Für jeden Menschen, der erkrankt ist, brauchen wir ja mindestens einen auch, der ihn pflegt oder sie pflegt. Das heißt, da kommt ja auch diese Doppelbelastung her. Ja, es trifft ja eben nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Pfleger, sei es zu Hause oder im Krankenhaus. Und das ist ja enormes, was da geleistet wird. Und im Grunde genommen haben die Gesundheitssysteme ja oder die Vertreter auch große Sorge, ob wir das halt auch finanziell und personell irgendwie stemmen können, was da auf uns zurollt. Ja, verständlich, verständlich. Ich meine, jeder, der weiß nicht, entweder in der Familie vielleicht sowas schon mal erlebt hat oder im nahen Bekanntenkreis, weiß, wie belastend sowas ist und dass das teilweise, auch wenn es natürlich vielleicht die Mutter oder der Vater oder eben nahe Angehörige sind, es teilweise schon auch die Familie wirklich an ihre Grenzen bringt. Absolut. Ja. Absolut, ja. Also es ist wirklich eine Riesenbelastung und das betrifft eben sozusagen nicht nur unter Anführungszeichen die Person, die jetzt davon betroffen ist direkt, sondern natürlich auch die ganze Familie. Und das ja eben über Jahre, vielleicht sogar. Vielleicht Jahrzehnte. Also wir haben auch im weiteren Bekanntenkreis Fälle, die Leute sind wirklich viele, viele Jahre krank und es wird ja immer schlimmer und immer beschwerlicher. Es ist auch ein bürokratischer Krieg für jede kleine Unterstützung, müssen unendlich viele Papiere ausgefüllt werden, es muss gestritten werden mit den Institutionen. Also das ist eben insgesamt keine erfreuliche Aussicht und das war so auch der Anlass, nachdem sich die Hinweise vermehrt haben, dass tatsächlich Lebensstil, Lebensweise ganz viel auch mit dem Alzheimer-Risiko zu tun hat, haben wir dann irgendwann, also Peter Heilmeier ist ja Arzt, Internist, und haben wir dann irgendwann gesagt, so, jetzt haben wir eigentlich genug Indizien zusammen und Kenntnisse zusammen, Hinweise zusammen, dass man es auch wagen kann, so ein Buch zu schreiben. Man bewegt sich natürlich auch ein bisschen auf glattem Eis, weil das ja eine große Hoffnung auch ist, wenn man sagt, man kann über Lifestyle, über Lebensstil und insbesondere über Ernährung ja einiges tun. Vielleicht sage ich das auch vorweg, wir machen hier natürlich keine seltsamen Heilsversprechen, sondern wir haben zusammengetragen, was dann Evidenz gibt. Es gibt sehr, sehr viele Risikofaktoren, die sich mit anderen Erkrankungen überschneiden. Und von denen wir schon wissen, dass wir sie über Ernährung und Lebensstil günstig beeinflussen können. Und was uns eben sehr optimistisch gestimmt hat, sind neue Erkenntnisse aus USA, wo verschiedene Systeme angewendet werden. In Deutschland beginnt das jetzt auch sehr zaghaft, aber wo tatsächlich die ersten Leute zurückgeholt wurden. Natürlich nur ganz am Anfang der Erkrankung. Also ich sage immer, eine Hirnzelle, die tot ist, die können wir natürlich nicht mehr lebendig machen. Das heißt, dort, wo Hirnschäden schon weit fortgeschritten sind, kann man nicht mehr viel machen. Aber ich sag's mal auch ein bisschen flapsig, man hat doch den Eindruck, dass manche Hirnzellen zu Beginn nur schlafen.
Die kann man wieder aufwecken. Wiederbeleben. Wiederbeleben sozusagen, genau. Ja. Bevor wir uns jetzt eben genau ein bisschen anschauen, was sind denn so die Risikofaktoren und wie kann man die dann vielleicht mit Lebensstilintervention, mit Ernährung oder sonstigen Sachen beeinflussen? Was versteht man eigentlich unter Demenz, Alzheimer? Das wird ja teilweise so im Fachgebrauch auch oft verwechselt, vielleicht auch gleich verwendet, aber es sind ja doch zwei unterschiedliche Sachen. Ja, also die große Überschrift ist im Grunde Demenz. Mhm. Demenz bedeutet ja, dass Hirnfunktionen ausfallen, dass kognitive Fähigkeiten wegfallen und es gibt natürlich eine ganze Fülle an demenziellen Erkrankungen, so nennt man das, glaube ich. Und es gibt auch ganz viele Ursachen. Also man kann durch, weiß ich, Schläge auf den Kopf, wir denken an die Boxer, an den Kinofilm neulich mit der Football League, Infektionen, Vergiftung, Alkoholabusus, Alter. Es gibt ganz, ganz viele Gründe und Risikofaktoren für eine Demenz. Das mal vorweggeschickt. Die Alzheimer-Erkrankung wird als die häufigste Demenz angegeben. Etwa 2/3 der Demenzformen, sagt man, sind Alzheimer. Mhm. Wobei man auch dazu sagen muss, aber das wäre eine abendfüllende Diskussion, ich will das nur erwähnt haben, dass eine Alzheimer-Diagnose ist immer auch ein bisschen geschätzt und geraten, weil eigentlich könnte man es erst definitiv nach einer Obduktion sehen, ob es tatsächlich Alzheimer war. Mhm. Nur dann ist es ja für den Betroffenen auch zu spät. Insofern ist das eine akademische Diskussion. Aber jedenfalls ist zum Beispiel typisch für Alzheimer-Patienten, dass die ersten Störungen so im Gedächtnis anfangen. Ja, und das hängt damit zusammen, dass eine bestimmte Region im Gehirn, der Hippocampus oder auf Deutsch Seepferdchen, wir haben zwei so Seepferdchen im Kopf, dass diese Region zunächst Schaden nimmt. Und das ist eben ein Hirnbereich, wo das Kurzzeitgedächtnis sitzt. Und darüber lässt sich auch erklären, dass oft Dinge erst vergessen werden, die in der jüngeren Zukunft waren. Mhm. Man wundert sich ja immer, dass die Patienten oft noch vom Krieg erzählen können, ja, oder ganz früh zurückliegende, weiß ich, als die Kinder klein waren. Aber das, was gestern oder gerade eben passiert ist, fällt ihnen nicht mehr ein. Mhm. Und das erklärt sich aber über diesen Hippocampus, der eben gerade bei Alzheimer oft zuerst betroffen ist. Bei anderen Demenzformen sind andere Hirnstrukturen betroffen. Also es gibt da große Unterschiede, aber so wie es aussieht oder so wie es im Moment die Mediziner uns erklären, ist die Alzheimer-Demenz die häufigste mit etwa 2/3 der Fälle. Und dann gibt es noch eine Form, die etwa ein Viertel bis ein Drittel ausmacht, ein Viertel ungefähr ausmacht. Das ist die sogenannte vaskuläre Demenz. Und das heißt, vaskulär bedeutet, die Gefäße sind geschädigt. Wenn wir uns vorstellen, dass unser Hirn ja ein sehr aktives Organ ist, das sehr viel Energie verbraucht und sehr viel Nährstoffe benötigt. Und die Nährstoffe werden natürlich mit den Blutgefäßen dorthin transportiert. Und wenn die Blutgefäße kaputt sind, nicht mehr elastisch sind, verstopft sind, verkalkt sind, dann kann man sich vorstellen, dass auch die Hirnfunktion nachlässt. Und da haben wir auch die erste Gruppe von Risikofaktoren. Alles, was unseren Gefäßen schadet, schadet eben nicht nur dem Herzen oder macht Bluthochdruck, sondern kann auch dem Gehirn schaden. Mhm. Und in etlichen Fällen gibt es auch Überschneidungen. Ja, dann sind die Gefäße nicht in Ordnung und es kommen andere Risiken hinzu. Das heißt, ja, Gefäßgesundheit ist ja was, Sport, gesunde Ernährung, Blutdruck senken, da ist man schon bei der Gefäßgesundheit, das würde auch dem Hirn zugutekommen. Aber wir wissen oder wir sehen zunehmend aus Beobachtungsstudien, dass zum Beispiel Menschen, die sich wenig bewegen, ein erhöhtes Demenzrisiko haben. Menschen, die insulinresistent sind, haben ein erhöhtes Demenzrisiko und sie müssen nicht an Diabetes erkrankt sein. Das fand ich zum Beispiel sehr spannend. Ja? Mhm. Wir wissen, dass manche Infektionen das Diabetesrisiko erhöhen, dass Schwermetalle wichtig sein können. Aber wenn ich es mal ein bisschen runterbreche, was auch für die Ernährung dann wieder interessant ist, so war für uns das Offensichtlichste im Grunde genommen die Insulinresistenz und die Gefäßgesundheit. Und noch etwas ganz Wichtiges, was uns aufgefallen ist, man findet sehr, sehr früh, bevor irgendwelche Symptome auftauchen, findet man mit bildgebenden Verfahren, man kann ja heute sozusagen die Hirnaktivität sichtbar machen, mit PET-Scans zum Beispiel, kann man sehen, dass schon bevor irgendwelche Symptome kommen bei Risikopatienten, die
jetzt eben zum Beispiel Gefäßprobleme haben, die zum Beispiel Insulinresistent sind, die sehr alt sind, die in der mütterlichen Linie Demenz in der Familie hatten, das erhöhtes Risiko, die bestimmte Genmutationen haben, das erhöhtes Risiko. Bei diesen Menschen sieht man, dass schon 10, 15 Jahre bevor irgendwas auffällig ist, die Energieversorgung des Gehirns leicht gestört ist, also sozusagen an der einen oder anderen Stelle der Stecker gezogen ist. Und man kann sich vorstellen, unser Gehirn braucht sehr viel Energie. Es macht etwa 2% des Körpergewichts aus und es verschlingt etwa ein Viertel der Energie, die wir in Ruhe verbrauchen. Da sieht man mal so diese Diskrepanz. Und wenn ein so energiezehrendes Organ Schwierigkeiten im Energienachschub hat, dann kann man sich vorstellen, dass das über die Jahre und Jahrzehnte dann krank macht. Also das waren so für uns die Knackpunkte. Es gibt lange Listen von Risikofaktoren, aber das waren so die Knackpunkte. Und dann kommt natürlich unser moderner Lebensstil dazu, wie gesagt, Bewegungsmangel, Stress, oxidativer Stress, das falsche Licht, zu wenig Schlaf, name a thing. Also vieles, was uns anderswo auch krank macht, kann auch dem Hirn schaden. Und das ist noch ein Punkt, der uns im Buch ganz wichtig war. Viele sehen ja so Alzheimer oder eine Demenz als eine isolierte Erkrankung des Gehirns an. Und das ist genau wie beim Krebs eigentlich Quatsch. Ganz selten ist der Mensch insgesamt gesund, nur sein Hirn gibt den Löffel langsam ab oder lässt das Licht langsam ausgehen, sondern oft findet man eben an vielen anderen Stellen auch Probleme, sei es Entzündungen oder es gibt einen amerikanischen Augenarzt, der darauf hinweist, dass wenn man im Augenhintergrund schon Probleme mit den Nerven erkennen kann oder mit den Blutgefäßen, dass man dann davon ausgehen kann, dass auch im Gehirn was nicht stimmt. Also wir könnten auch die Früherkennung deutlich verbessern. Ja, ja, das weist ja auch wieder ein bisschen auf die vaskuläre Seite hin, wenn schon die Blutgefäße, ich meine, wenn man eben im Augenhintergrund da Probleme bei Blutgefäßen erkennt, ist das ja nur exemplarisch dafür, wie es wahrscheinlich im Rest des Körpers auch ausschaut. Genau. Gerade die alles, was ums Auge herum ist, hat ja sehr nahe Beziehung zum Gehirn. Ja, also man kann ja das Auge so als Ausstülpung des Gehirns sehen. Wir haben auch hier ganz viel DHA, diese Fischfettsäure, die sehr oxidationsempfindlich ist und auch das gleiche Nervensystem. Also mir hat in einem der Bücher, die ich für die Recherche verwendet habe, der Spruch sehr gut gefallen, wir haben nur ein Nervensystem und nur einen Blutkreislauf und alles hängt zusammen. Deswegen kann man nicht sagen, jetzt ist nur das Hirn krank oder nur das Auge. Es sind dann eben oft Stoffwechselstörungen und nur so können wir ja eigentlich auch erklären, warum bestimmte Ernährungsmaßnahmen oder gesunder Schlaf oder Ketonkörper, werden wir auch drauf kommen, warum die auch bei so vielen Erkrankungen hilfreich sein können. Mhm. Weil das klingt ja nach Voodoo. Genau. Wenn man sagt, ich weiß nicht, das ist günstig für den Krebspatienten, für den Diabetiker, für den, der abnehmen will, und auch der sein Hirn schützen will, da denkt man ja, okay, jetzt sind wir hier in der Abteilung Wunderheilung. Aber das Entscheidende ist ja, dass wir uns hier im Grunde auf ganz grundlegenden Stoffwechsel Vorgängen der Zelle, die Energiegewinnung ist einfach grundlegend fürs Leben, auch jeder Zelle wichtig, dass wir uns auf so einer, auf der Basis eigentlich aller Stoffwechselaktivität befinden und deswegen kann es auch so viele Auswirkungen haben natürlich dann. Ja, eben und vor allem, wenn eben die eigentliche Ursache all dieser Sachen, die du angesprochen hast, womöglich eine ähnliche ist, ja, also Fehlregulation des Stoffwechsels zum Beispiel, dann macht es ja auch wieder Sinn, warum die gleiche Intervention bei diesen scheinbar unterschiedlichen Erkrankungen so positive Ergebnisse zeigt. Genau. Ja. Jetzt ist es ja so, dass momentan, wenn man jetzt die Diagnose Alzheimer, Demenz oder sowas bekommt, ist das ja praktisch Gefühl des Todesurteils sozusagen. Und man hat das Gefühl, da kann man gar nichts machen. Man ist praktisch hilflos ausgeliefert. Oder so wird es einem auf jeden Fall vermittelt in erster Linie. Kannst du ganz kurz sagen, wie würde denn jetzt momentan die Standardtherapie ausschauen? Ich meine, wird da also, überhaupt... Im Grunde genommen steht auch überall noch zu lesen, ist eine unumkehrbare Hirnerkrankung. Mhm.
Und das ist ja sehr fatalistisch, ist es auch. Und tatsächlich hat die Medizin auch fast nichts zu bieten. Es gibt ganz wenige zugelassene Medikamente, die bestenfalls Dinge etwas aufschieben. Also ich rede jetzt nicht davon, dass man natürlich den Bluthochdruck behandeln kann mit Lifestyle, mit Medikamenten, dass man für die Gefäßgesundheit was machen kann. Das ist klar. Und deswegen, glaube ich, steigen auch die Zahlen nicht so stark, weil die Medizin in dem Bereich schon einiges bewirken kann. Aber wenn die Diagnose gestellt ist, dann gibt es eigentlich fast gar nichts. Wie gesagt, 2-3 Medikamente. Und es werden Unmengen an Geldern in den Sand gesetzt, sage ich mal, weil auch immer wieder daran geforscht wird, wie man diese Ablagerungen, es gibt ja diese Amyloid-Ablagerungen und solche Fibrillen, die man in einem Alzheimer-Hirn findet, das sind typische Anzeichen, also spezielle Strukturen, die da eigentlich nicht hingehören. Und mein Eindruck ist, dass immer daran geforscht wird, wie man diese Ablagerungen wegkriegt oder wenn sie schon mal da sind oder wie man sie verhindert. Und da wird ein ums andere Mal werden die Millionen in den Sand gesetzt. Und Peter Heilmeier und mich erinnert das so ein bisschen an die Cholesterin-Geschichte, wo man auch immer versucht, das Cholesterin aus dem Plaques oder in den Plaques zu verhindern. Aber das ist ja eine Reaktion des Körpers auf etwas. Und wenn man dann anfängt zu recherchieren, dann stellt man fest, dass das Amyloid, das ist also ein Protein, dass das ganz viele Aufgaben auch im Gehirn hat, dass das überall im Körper vorkommt. Und wenn es aber eben falsch gespalten wird, wenn es nicht mehr abtransportiert werden kann, weil man insulinresistent ist, wenn also was in diesem ganzen Amyloid-Stoffwechsel schiefläuft oder wenn der oxidative Stress zu hoch ist, wenn zu viele Schadstoffe, schädliche Stoffe da sind, dann kann sich eben dieses Amyloid anhäufen. Jetzt kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass Medikamente, die immer nur an diesem Symptom rumdoktern, auch wenig Aussicht auf Erfolg haben. Und ich glaube, so allmählich findet da ein bisschen Umdenken auch statt in der Medizin, aber große Erfolge sind bisher noch nicht zu verzeichnen. Mhm. Und das spricht natürlich wiederum für die Lebensstilinterventionen, wenn da jetzt tatsächlich auch erste Erfolge sind. Zwar erst Fallstudien, also wir haben noch keine großen Studien, aber wir haben jetzt mehrere hundert Fallbeschreibungen, die zeigen, dass man tatsächlich etwas tun kann. Mm-hmm. Ja, der Vergleich mit dem Cholesterin, glaube ich, ist wirklich sehr gut, weil das sehr, sehr ähnlich von der Denkweise her ist. Ja, genau. Mm-hmm. Ich meine, du hast das ja schon gesagt, es gibt eben viele Risikofaktoren, aber mir kommt vor, einer, der immer oder für viele ist der einzige Faktor, der immer zählt, ja, meine Oma hat es schon gehabt oder meine Mama oder meine Tante oder mein Onkel, was auch immer. Also nur dieser familiäre Aspekt. Das heißt, ich bin verdammt dazu, an Demenz und Alzheimer zu erkranken und so fatalistisch ein wenig. Genau. Also das wäre vielleicht die erste frohe Botschaft, dass man sagt, es gibt eigentlich nur, von der Genetik her gibt es einmal Mutationen in den sogenannten Presenilin-Genen. Die sind tatsächlich eine genetische Ursache, das kann jeder haben bekommen, die das Alzheimer-Risiko sehr deutlich erhöhen. Aber natürlich kriegen auch diese Leute das nicht zu 100%, aber sie kriegen es zu einem höheren Prozentsatz und auch früher. Die erkranken oft schon in der 5. Lebensdekade. Normalerweise sagt man ja, über 70, über 80, dann fängt das an. Und dann gibt es genetische Besonderheiten. Es gibt spezielle Cholesterintransporter-Moleküle. Da gibt es verschiedene Varianten. Und das vererbt sich natürlich auch. Und wir wissen auch tatsächlich, dass in der mütterlichen Linie, wenn da Alzheimer oder Demenz war, dass es dann auch das Risiko für die Nachkommen erhöht. Mhm. Auch hier heißt es aber natürlich nicht, dass man mit 100%iger Wahrscheinlichkeit erkrankt. Man hat eine höhere Wahrscheinlichkeit als jemand, in dessen Familie die Krankheit noch nicht aufgetreten ist. Aber selbst wenn ich da eine gewisse Vorbelastung habe, und das ist wieder die frohe Botschaft, dann kann ich mit gewissen Lebensstilfaktoren, gesunder Schlaf, richtiges Licht, gesunde Ernährung, bestimmte Fette, bestimmte Lebensmittel, auch Fastenzeiten, kann ich dafür sorgen, dass mein Risiko auch wieder sinkt. Und ich meine, wir reden bei Ernährung und Lebensstilmaßnahmen sowieso nie über 0 oder 100%, sondern es geht ja immer um erhöhte oder verminderte Wahrscheinlichkeiten. Nur wenn man das mit ganz einfachen Maßnahmen wirklich die Wahrscheinlichkeit verringern kann, dann denke ich, ist es ja wert, das auszuprobieren. Ja. Mhm. Man weiß tatsächlich,
dass zum Beispiel bei Menschen, die das in der Familie, gerade in der mütterlichen Linie hatten, was übrigens für die Mitochondrien spricht, in der Zelle, das sind die kleinen Zellkraftwerke, die von der Mutter auf die Kinder übertragen werden, die für die Energiegewinnung zuständig sind. Also diese besondere Belastung durch die mütterliche Linie zeigt auch wieder, dass wir hier ganz viel mit Energiegewinnung, mit dem Energiestoffwechsel zu tun haben. Und bei diesen Menschen sieht man das zum Beispiel auch sehr früh. 20 Jahre bevor es Symptome gibt, haben die schon eine Unterversorgung. Ja, Wahnsinn. Also schon Beeinträchtigungen in der Energieversorgung. Und das bedeutet eben bei der heutigen normalen Lebensweise, dass die Zuckerverwertung gestört ist. Mhm, der Gehirnzellen. Ich meine, du hast jetzt ein paar Mal sozusagen das Schlagwort gebracht, ja, gesunde Ernährung. Ja. Was, also in Bezug auf Gehirngesundheit und natürlich, du hast auch Insulinresistenz erwähnt. Ja. Was bedeutet gesunde Ernährung für das Gehirn? Welche Rolle spielt jetzt Insulinresistenz? Ich fange mal mit der Insulinresistenz an. Also wir sprechen ja von einem ganz wichtigen Hormon, das eben im Kohlenhydratstoffwechsel eine Rolle spielt. Insulin sorgt ja dafür, dass viele Zellen den Zucker erst nutzen können, der in unserem Blut unterwegs ist und der ja da auch sein muss in geringer Menge. Und wir denken bei Insulinresistenz, also wenn das Hormon nicht mehr wirkt, dann wissen wir, kommt der Fettstoffwechsel durcheinander, die Gewichtszunahme und so weiter. Alle diese Geschichten, die passieren können bei Menschen, die insulinresistent sind, werden auch früher oder später zum Diabetiker. Das heißt, das Insulin wirkt nicht mehr richtig, der Stoffwechsel kommt durcheinander. Und dann ist eben eine eher fetteiweißbetonte Ernährung viel günstiger, weil die Zuckerverwertung ja nicht mehr stimmt und weil auch oft viel zu viel Zucker im System ist. Jetzt muss man dazu wissen, dass auch ein Gehirn insulinresistent werden kann. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die Falle tappen und denken, im Gehirn ist das Insulin dafür verantwortlich, dass die Neuronen, also die Hirnzellen, die für die Signalweiterleitung verantwortlich sind, dass die jetzt Insulin bräuchten, um Zucker aufzunehmen. Das wäre eine doofe Sache, wenn das im Gehirn so wäre, dann würden wir, glaube ich, öfter mal mit Blackout. Das Hirn stellt sicher, dass es so gut wie möglich mit Zucker versorgt wird. Das heißt, für die eigentliche Zuckeraufnahme brauchen die Neuronen gar kein Insulin. In der Regel. Es gibt ein paar Zellen, die das auch brauchen. Aber wir machen es jetzt mal ganz einfach. Braucht nicht. Aber das Insulin hat ganz viele verschiedene wichtige Aufgaben im Gehirn. Zum Beispiel wirkt es im Gehirn als Sättigungshormon. Das haben wir ja ganz oft schon gehört. Insulin ist ein Masthormon und fördert Hunger, Tirelli und was nicht alles. Ist auch richtig, wenn zu viel im System ist. Nur wenn wir zu viel Insulin im Blut haben, und jetzt wird es spannend, kommt im Hirn zu wenig an. Das heißt, zu viel Insulin im Blutkreislauf im Körper außerhalb des Gehirns bedeutet in der Regel zu wenig Insulin im Gehirn. Also hier müssen wir quasi ganz umdenken. Mhm. Und wenn wir zu wenig Insulin im Gehirn haben, dann ist zum Beispiel das Gedächtnis beeinträchtigt, das Lernen beeinträchtigt, die Konsolidierung von Gedächtnisgeschichten, also die Sättigung kann beeinträchtigt sein. Also wir haben im Hirn ganz andere Aufgaben fürs Insulin. Und wir haben dann, wenn jemand insulinresistent ist, also wenn er sich falsch ernährt, übergewichtig ist, zu viel Insulin im Blut hat, haben wir meistens zu wenig Insulin im Gehirn. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, gut, dann pfeifen wir noch ein bisschen was rein. Man kann Insulin inhalieren zum Beispiel durch die Nase. Das hat man auch ausprobiert. Ja, doch, daran wird geforscht. Und das Gute ist eben, oder das Einfache ist, man müsste es nicht spritzen, sondern es würde eben durch die Nase, kann man es direkt ins Gehirn. Deswegen kann man ja auch schnüffeln, ne? Schlechte Droge, aber wirkt. Geht durch. Aber das hat im Grunde auch die Hoffnung nicht erfüllt. Es bewirkt ein bisschen was, aber meistens nur vorübergehend und auch nicht bei allen. Also es scheint doch nicht der Königsweg zu sein. Mhm. So, wie kriegt jetzt die Hirnzelle, wie kriegt die genug Zucker? Die eigentliche Frage ist eigentlich, braucht die so viel Zucker? Ja, bei unserer normalen, üblichen Ernährung, wo wir so viel Kohlenhydrate essen, läuft unser Hirn mit Zucker. Das ist der Normalfall heute, war aber nicht immer so, beziehungsweise wir müssen immer bedenken, dass unser Hirn flexibel ist und auch flexibel sein muss. Wenn man so ein empfindliches Ding da oben in der Schädelkalotte hat, dann kann man das nicht mit einem Brennstoff versorgen lassen. Das bei jeder Unterzuckerung leichten würden wir ja umkippen.
beziehungsweise bei jeder Hungerphase, die es früher immer gegeben hat, bei jeder Fastenkur würden wir umkippen, wenn unser Hirn nicht in der Lage wäre, eben auch andere Energieträger zu nutzen. Und die Fette selber, so wie das zum Beispiel Muskelzellen können, sind dafür nicht so gut geeignet. Erstens gehen sie nicht schnell genug durch die Blut-Hirn-Schranke, ein paar kommen durch, aber das ist nicht so die Masse, wie es dann vom Muskel verwertet werden kann als Energieträger. Und deswegen hat die gütige Natur den Umweg über die Ketonkörper gebaut. Das heißt, wenn wir nicht essen, wenn wir fasten, so wie das immer in unserer Evolution war und wie das auch früher war. Man hat eben nicht 17 Stunden am Tag gemümmelt und genascht und geschnuckelt, wie man hier in Hessen sagt, sondern hatte längere Nahrungspausen. Dann wird eben Körperfett abgebaut und ein Teil wird oder ja, bei einem Teil dieser Fette wird der Fettabbau an einer Stelle unterbrochen, dann werden Ketone gebildet und diese Ketone, die können genauso leicht wie Zucker ins Gehirn gelangen. Die Leber gibt die ab, also sie baut sie, aber nutzt sie nicht selber, das ist ja auch clever eingerichtet, werden ins Blut abgegeben und die können genauso gut und genauso leicht ins Gehirn gelangen wie Zucker. Sie werden genauso prima zur Energieversorgung hergenommen. Und jetzt kommt's aber, wenn die Zuckerversorgung schon gestört ist, warum auch immer. Ich glaube, man weiß es nicht ganz genau. Kann sein, dass zu wenig Zucker ins Gehirn gelangt. Kann sein, dass die Zellmembran der Hirnzellen nicht mehr richtig funktionieren, dass die Signalkaskaden nicht stimmen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, warum so eine Hirnzelle nicht mehr genug Zucker aufnehmen kann. Aber sie kann sehr lange noch Ketone aufnehmen. Also sowohl bei gesunden, aber jungen Menschen, auch bei alten Menschen, das hat man messen können, kann das Gehirn eben auch Ketonkörper aufnehmen und sogar auch bei beginnender Demenz. Super. Auch hier wieder, wenn die Hirnzellen schon zu weit geschädigt sind, wenn die Mitochondrien schon kaputt sind, geht es nicht mehr, weil für die Ketonkörperverwendung braucht die Zelle Mitochondrien. Also aber am Anfang einer Schädigung oder wenn die Zellen noch schlafen, wenn sie sozusagen ihre Mitochondrien nur runtergefahren aber wenn die nicht kaputt sind, um mal so ein bisschen ganz einfach bildlich das zu sprechen, dann können eben Ketonkörper ganz hilfreich sein, auch kurzkettige Fettsäuren, die eine oder andere flutscht auch durch und kann sogar im Gehirn dann zu Ketonkörpern umgebaut werden. Die Astrozyten, die Neuronentankstellen, die können das, die versorgen ihre Kollegen. Das heißt, wir haben einen alternativen Brennstoff, ja, wo der Zucker nicht mehr verwertet werden kann, wo er nicht hinkommt oder einfach die Mechanik nicht mehr stimmt, kann der Ketonkörper rein, dann ist die Energieversorgung wieder glatt gezogen. Mhm. Und Stephen Conane aus Kanada, der hat so ein schönes Bild entwickelt, also der sagt, das Hirn zieht Zucker nach Bedarf. Ja, also wenn irgendwo die Hirnaktivität steigt und es wird mehr Energie benötigt, dann zieht das Hirn normalerweise mehr Zucker aus dem Blut. Aber wenn das nicht geht, sei es, dass die Blut-Hirn-Schranke kaputt ist oder dass irgendwelche Transporter nicht funktionieren, dann kommt halt nicht genug Zucker an. Aber wenn Ketonkörper im Blut da sind, die gehen durch, weil die werden vom Blut ins Hirn geschoben. Das ist ein ganz anderer Weg. Ja, also die gehen flutsch rein und rein theoretisch könnte man bis zu 70% des Energiebedarfs des Gehirns über Ketonkörper decken. Mhm. Also nicht alles, wir brauchen immer auch ein bisschen Zucker. Insofern ist schon richtig, dass auch Zucker benötigt wird, aber eben nicht in dieser Masse. Und dann wird es noch viel spannender, weil die Ketone, sagen wir mal das Beta-Hydroxybutyrat als wichtigster Ketonkörper, der kann noch viel mehr als Energie liefern. Und das macht die Sache so wahnsinnig spannend. Also ich weiß ja immer nicht, ob das normal ist, dass man über solche Moleküle so oder von Molekülen so begeistert sein kann. Aber wenn ich das alles lese, bin ich hin und weg. Weil das auch, ich finde auch, das hat die Natur, die Schöpfung, die Evolution, wäre auch immer so wunderbar eingerichtet, dass das alles so ineinander greift und sich ersetzen kann. Es ist halt so, dass Ketone, zumindest das Beta-Hydroxybutyrat, auch entzündungshemmend wirken. Ja? Mhm. Ganz oft haben wir eine Entzündungskomponente bei einer Alzheimer-Erkrankung. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Ja. Dieser Ketonkörper kann einen Teil der Insulinwirkung
übernehmen, ja, für Gedächtnisbildung und so weiter. Das Beta-Hydroxybutyrat kann im Hippocampus, da in diesem Gedächtnis, Seepferdchen da, tralala, wo das alles stattfindet, kann es dafür sorgen, dass neue Neuronen gebildet werden. Ja, es sorgt dafür, dass der Brain-Derived Neurotrophic Factor, das ist wieder so ein englisches Wort, BDNF, dass der gebildet wird. Das heißt, da können neue Zellen entstehen. Wir brauchen ja für die Gedächtnisbildung neue Verknüpfungen, neue Zellen. Und es gibt ganz wenige Hirnregionen, wo überhaupt neue Zellen bei Erwachsenen gebildet werden können. Und das ist im Hippocampus. Und da können die Ketonkörper das anstoßen. Sie wirken antioxidativ. Das heißt, wir haben hier nicht nur ein Energiesubstrat, was noch viel länger durchgeht, auch wenn der Zucker schon nicht mehr durchgeht oder nur noch teilweise, sondern wir haben einen wunderbaren Schutzstoff, der eben auch einen Teil der fehlenden Insulinwirkung abdeckt, der für Neubildung, der Mitochondrienbildung anregen kann. Also ein ganzer Blumenstrauß an tollen Funktionen. Und das ist einfach klasse. Und deswegen sind die Ketone so wichtig. Ja, das ist auch warum mich die ketogene Ernährung oder Ketone und das alles so wahnsinnig fasziniert, weil es einfach unglaublich ist, welche Signalmoleküle das eigentlich sind und was die alles machen. Und so kleine Biester, ne? Die sind so ganz einfach. Das ist alles, was gesagt wird, das ist einfach so ganz kleine Sachen, was die Dinger können. Ja. Genau. Also für mich war schon auch wichtig, dass wir jetzt nicht alle Senioren auf eine ketogene Ernährung setzen müssen. Ja. Das ist schwierig vielleicht. Das wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Und weil das Spannende ist, man braucht gar nicht so viel. Also wir wissen ja aus der Behandlung von epilepsiekranken Kindern, dass wir da relativ viele Ketonkörper brauchen und auch eine relativ strenge Ernährung. Aber die auch wieder die kanadische Arbeitsgruppe um Stephen Kinane, die haben eigentlich genaue Messungen gemacht. Das sind am Anfang nur 10, 15, 20%, die den Zellen an Energie fehlen. Und die kann man mit relativ geringen Ketonmengen schließen, diese Energielücke. Ja. Das heißt, ich muss am Anfang gar keine strenge Ernährungsform machen. Und deswegen haben wir in unserem Buch, haben wir das auch Logi Plus genannt. Also die Logi-Methode ist ja eine Form der kohlenhydratreduzierten Ernährung, aber relativ moderat. Das heißt, wir sagen eben weniger Stärke, weniger Zucker, um diese Blutzucker- und Insulinspitzen wegzunehmen, die ja auch dann zur Insulinresistenz führen können, beziehungsweise die das wieder, wenn man das weniger isst, eben zurücknimmt. Dann ganz viel Gemüse für die Schutzstoffe, da können wir noch drauf kommen, aber eben gesunde Fett, genug Eiweiß, auch das Hirn braucht Eiweiß. Und mit Plus meinen wir Kokosöl. Und das Kokosöl wird ja auch immer so ein bisschen entweder gehypt als Wundermittel oder es wird eben gesagt, das ist ganz gefährlich und macht wieder Herzinfarkt und schlag mich tot. Ja, genau. Es wundert mich immer, dass solche Geschichten immer noch für Schlagzeilen sorgen können. Wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte. Kokosöl hat wunderbare Eigenschaften, nämlich unter anderem die, dass es auch dann die Ketonbildung etwas ankurbeln kann, wenn man jetzt keine strenge Ernährung macht. Ich würde jetzt natürlich nicht empfehlen, Fastfood und Kokosöl zu essen oder Junkfood und Kokosöl. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Aber zu einer moderat kohlenhydratreduzierten Ernährung ein bisschen Kokosöl dazu geben, das ist sicherlich sinnvoll und das kann man auch nachmessen. Es ist ein milder Effekt und es gibt auch andere Möglichkeiten, um die Ketone zu erhöhen. Zum Beispiel mit MCT-Öl, die schneller wirken als Kokosöl. Kokosöl wirkt dafür etwas anhaltender. Und mit solchen Sachen kann man diese kleine Energielücke, die am Anfang ist, ganz gut schließen. Und was mir auch gut gefallen hat aus den Berichten aus Amerika, dass es eben auch sinnvoll ist, wirklich mindestens über Nacht eine 12-stündige, besser 14-, 15-stündige Nahrungskarenz einzuhalten, weil auch in dieser Zeit der Körper kleine Mengen Ketone bildet, die dann eben ihre günstigen Effekte ausüben können. Und deswegen haben wir auch immer nebenbei, es war ein Ernährungsbuch, aber wir haben immer Schlaf und Licht und alles das mit erwähnt, falls ja ineinander geht. In der Nacht und wenn wir gut schlafen und in der Dunkelheit, wird eben auch repariert, werden eben auch ungünstige Stoffe aus dem Gehirn abtransportiert. Wir wissen ja heute, dass das Hirn auch so eine Art Lymphsystem hat und dass eben in der Nacht da geputzt und aufgeräumt wird und eben alles, was da nichts verloren hat, rauskommt, ja, und dann über den Körper sozusagen entsorgt wird. Wobei das Hirn ja auch zum Körper gehört, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das heißt,
dass eben auch, dass wir auch mit dem ein bisschen regelmäßig essen, beziehungsweise auch mal ein paar Stunden nicht essen und am besten halt über Nacht, dass wir auch diese Prozesse unterstützen. Mhm. Ja, dass wir einmal die milde Ketonbildung haben und andererseits, ich sage es jetzt wieder flapsig, die Reinigungs- und Reparaturvorgänge im Hirn unterstützen können. Mhm. Und das ist natürlich am Anfang, wenn wir noch ganz halbwegs beieinander sind, reicht das wahrscheinlich, ja. Je mehr man betroffen ist, desto strenger muss man natürlich sein. Und dann kann auch eine ketogene Ernährung sinnvoll sein, ja. Ich glaube, das ist auch sowas eben, was vielleicht auch wichtig ist, dass man, weil das, was du ansprichst mit Logiplus oder einer ähnlichen Form der Ernährung, dass man einfach sagt, wenn ich die Insulinresistenz und diese vaskulären Schäden und Freiradikalschäden zum Beispiel als Basis nehme für die Progression der Erkrankung, dann kann ich natürlich sagen, gut, wenn ich jetzt eine Ernährungsform wähle, die weniger Kohlenhydrate enthält, nährstoffdicht ist, gute Fette enthält, die auch die ganzen Baustoffe nutzt oder bringt und natürlich die Radikalbelastung minimiert. Genau. Dann ist das ja auch eine Art von Prävention. Ganz wichtig. Entzündungshemmend, viele Antioxidantien, hohe Nährstoffdichte. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Hirn ja nicht nur Energie braucht, sondern eben auch die richtigen Fette. Es braucht antioxidative Mikronährstoffe. Es baut natürlich einen Teil seiner Antioxidantien selber. Auch da helfen die Ketone mit, aber es braucht dafür natürlich Mineralien, es braucht Selen. In unserem Hirn ist relativ viel Vitamin C. Es baut sein Glutathion selbst, auch ein antioxidativer Stoff. Und dafür muss es natürlich auch Energie übrig haben, aber dafür braucht es auch die richtigen Baustoffe. Genau. Und deswegen ist genau, was du sagst, eine Ernährung, die eben auf Grundnahrungsmitteln basiert, ja, die sehr nährstoffdicht sind, tierisch und pflanzlich ist immer ideal, wenn man es kombiniert. Ja, wer das eine oder andere weglässt, braucht wieder viel mehr Know-how und muss wieder viel mehr kombinieren. Aber eigentlich ist die Kombination dafür ideal. Lebensmittel aus dem Meer, ja, nicht nur Fisch, Meeresfrüchte, Seetang, Algen, ich weiß nicht was, alles das, was aus dem Meer kommt, hat eine wunderbare Kombination. Also wir haben die für das Hirn wichtigen Fettsäuren wie DHA. Wir haben das Jod, was die Doppelbindungen schützt, was antioxidativ wirkt. Wir haben das Selen, was auch in die gleiche Richtung geht. Wir haben Vitamin D, wir haben Vitamin B12. Also wir dürfen gerade die tierischen Lebensmittel nicht unterschätzen. Die bringen einen super Nährstoffmix mit. Und natürlich die Pflanzen, die eben wieder andere Vitamine, Mineralien mitbringen, die lösliche Ballaststoffe mitbringen, die Darmflora gesund halten. Es gibt auch Erkenntnisse, die zeigen, dass wahrscheinlich ein durchlässiger Darm auch die Blut-Hirn-Schranke schädigen kann. Das heißt, auch hier wieder eine Verschränkung, was unseren Darm gesund hält, trägt indirekt auch zur Hirngesundheit bei, weil es einfach dafür sorgt, dass die Schleimhäute, dass die Barrieren richtig funktionieren, dass keine Entzündungsstoffe, keine Krankheitserreger von einem zum anderen Ort gelangen. Und das zeigt eigentlich auch, wie vielfältig und wie grundsätzlich Ernährung helfen kann. Ja, das wird ja leider immer ein bisschen runtergespielt als irgendwie von Bedeutung, dass irgendwie Ernährung in irgendeiner Weise einen Beitrag dazu leisten könnte, nur zur Gesunderhaltung beziehungsweise auch in der Progression von einer Erkrankung sich noch irgendwie mit einbringen kann. Und es ist natürlich schön, dass sich das doch auch langsam, glaube ich, auch schon in der Wahrnehmung spricht. Vielleicht noch ein paar Worte auch zum Thema Fett, weil eben, du hast es angesprochen, gute Fette, DHA, EPA, aber und das Fette jetzt in dem Sinne. Stopp, Veto. Man sagt immer DHA, EPA im Gehirn, ganz wichtig, DHA und Arachidonsäure. Ja, das sind eigentlich die beiden. Die böse Arachidonsäure, ganz wichtig fürs Gehirn. Also sie hat auch, es gibt sogar Hirnregionen, da ist mehr Arachidonsäure als DHA. Also es ist sehr unterschiedlich im Gehirn. Und das Hirn will gar nicht so viel EPA. Das ist auch wichtig, ist ja auch entzündungshemmend, aber im Gehirn wird mehr Arachidonsäure und DHA gebraucht, weil die dort eben verschiedene Funktionen ausüben. Natürlich muss das auch alles ausgewogen sein, aber eigentlich versorgt sich das Gehirn aus der Peripherie. Und da wir in unserem Blut selten Arachidonsäuremangel haben, ist das kein Thema, sondern wir haben eher ein Problem, dass nicht genug DHA da ist, weil wir nicht genug Fisch essen oder Algen oder was auch immer.
Wobei die DHA ein zweischneidiges Schwert ist. Es ist also auch nicht so einfach, dass man sagen kann, ja, wenn man älter wird, ist zu wenig DHA da und dann kriegt man irgendwie, kriegt man was an die Erbsen, kriegt man eben dann Hirnstörungen. Es ist oft genug DHA da, aber sie ist, ich nehme wieder ein flapsiges Bild, sie ist ranzig geworden, defekt. Und dann kann sie natürlich ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen. Und daran wird wieder deutlich, oder das erklärt auch, warum wir in den epidemiologischen Studien sehen, dass Leute, die regelmäßig Fisch essen, ein geringeres Alzheimer-Risiko haben. Aber wenn ich Supplemente gebe, Fischölsupplemente, habe ich oft keinen Effekt. Mhm. Manchmal bringt es was. Das kommt auch wieder ein bisschen auf die Dosierungen, auf den Status an, auch der Menschen und auf den Krankheitsstand. Aber Fisch scheint besser zu sein. So, warum? Fisch bringt Eiweiß, Fisch bringt DHA, Fisch bringt auch Arachidonsäure, das wird immer vergessen. Also wir haben ja die ganzen mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Fisch bringt Jod, Fisch bringt Vitamin D, Selen. Also wir haben hier einen perfekten Nährstoffmix, ja, noch ein bisschen Gemüse dabei, sozusagen für die Darmflora. Und dann haben wir ganz tolle Sachen. Also richtige Fette fürs Gehirn bedeutet in erster Linie DHA und Arachidonsäure, wobei wir an letzterer eben in der Regel keinen Mangel leiden und deswegen sprechen wir sehr viel über, von den Omega-3-Fettsäuren. Und die EPA wird natürlich auch gebraucht, aber mehr eigentlich in anderen Körperteilen. Und sie kommen ja zusammen meistens auch im Fisch und in Lebensmitteln vor. Insofern ist sie auch wichtig. Aber im Gehirn spielt sie nicht ganz so die große Rolle wie die DHA. Mhm. Ich meine, es wird ja auch oft vergessen, dass das Gehirn, ich glaube, zu 70% in der Trockenmasse aus Fett eigentlich besteht. Also ziemlich viel und ziemlich viel Cholesterin. Genau. Und diese anderen Fette, also man spricht immer nur über die Omega-3 und wie genau. Und, aber ich meine, das besteht ja nicht nur aus Omega-3, sondern auch aus Gehirn. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine Ausrede. Aus dem Ohren rauslaufen. Genau. Einstecken. Ja, und wahrscheinlich wären wir gar nicht so alt geworden. Zumindest ich nicht. Weil du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, die ungesättigten Fettsäuren, die sind exorbitant wichtig, gerade die DHA, die in der Natur seit 600 Millionen Jahren für Signalübermittlung verwendet wird, die ist extrem wichtig und extrem gut dafür geeignet, aber sie hat eben auch eine Schattenseite, sie ist extrem empfindlich, sie hat 6 Doppelbindungen, da kann es überall knallen und zwischen. Das heißt, sie geht auch leicht kaputt und sie muss natürlich auch, die sitzt ja überwiegend in den Zellmembranen und wir sehen ja hier so an diesen Neuronen mit den langen Fortsätzen, da ist ja ganz viel Zellmembranmaterial und die Zelle packt auch die DHA schon genau dahin, wo sie gebraucht wird. Sie will sie zum Beispiel nicht gerne in der Mitochondrienmembran haben, weil da wird der ganze Sauerstoff verarbeitet, das ist nicht so prickelnd, der kann die leicht kaputt gehen, aber wir brauchen sie für die Signalübermittlung. Das heißt, es muss genug da sein und das Hirn versucht, die auch zu konservieren, aber wir müssen natürlich genug essen und wenn ganz viel Oxidations- und Entzündungsvorgänge im Körper sind, dann geht natürlich auch viel kaputt und deswegen ist auch der Nachschub schon wichtig. Das ist nicht unerheblich, aber ich sage ja immer so ein bisschen ketzerisch, das heißt ja immer, in den Zellmembranen ist die Hälfte der Fettsäuren sind ungesättigt. Und dann sage ich ja immer ganz ketzerisch so, und was ist denn dann die andere Hälfte? Ja, gesättigt, genau. Das heißt, auch die gesättigten Fette und auch das Cholesterin spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und aber eben auch Ketone, die ja auch aus allen Fetten, auch aus gesättigten Fetten, besonders aus mittel- und ungesättigten, gebildet werden. Wir brauchen zum Beispiel Fettabkömmlinge wie die Ketone auch um die Myelinschicht, um die Nervenzellen, also um den langen Fortsatz bei den Nervenzellen zu bilden. Der besteht aus ganz speziellen, vielen gesättigten Fettsäuren und Ketone sind wichtig, auch um diese Fettsäuren aufzubauen. Und daran sehen wir auch, dass wir gar nicht nur über DHA reden, sondern dass es auch gesättigte Fettsäuren in allen möglichen Längen und Größen gibt, die für die Gehirnfunktion wichtig sind. Mhm. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, aber die Gesättigten kann der Körper ja selber machen. Ja, aber nicht, wenn wir insulinresistent sind und fettarm essen und ich weiß nicht was alles, wenn der gesamte Stoffwechsel nicht funktioniert, wenn Entzündungen da sind und so weiter. Das heißt, wir brauchen auch gesättigte Fettsäuren, beziehungsweise wir müssen uns auch gar nicht davor fürchten, wenn wir die Kohlenhydrate reduzieren, so wie wir das sonst ja auch immer sagen, dann werden die Fette eben eher zur Energieversorgung und auch für die Bau- und Strukturmaßnahmen verwendet, wofür sie ja eigentlich auch da sind. Und gut. Super.
Was wären jetzt sozusagen, weil wir ja gerade bis bei den Lebensmitteln sind, was wären deiner Meinung nach oder deine Top 3 Lebensmittel? Die sind die absoluten Gehirn, wie soll ich sagen, Gehirnschützer. Die müssen unbedingt. Die müssen unbedingt sein. Naja, gut, also Fisch ist ganz klar, ja. Das hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen rumgesprochen. Also fetter Fisch hat sich auch rumgesprochen. Da kommt immer dann die Sache, ja, der hat aber auch Schadstoffe. Auch dazu gibt es schon Studien. Also einmal kann man natürlich gucken, dass man möglichst schadstoffarmen Fisch bekommt. Aber man weiß auch, dass tatsächlich Menschen, die regelmäßig Fisch essen, durchaus auch mehr Quecksilber im Hirn haben, aber sie haben eben auch mehr Omega-3, sie haben mehr Selen und sie haben weniger Demenz. Also es scheint wohl noch so zu sein, dass der Nutzen überwiegt und dass unser Fisch besser wird und die Meere saurer. Das, denke ich, immer sind politische Entscheidungen. Da müssen wir uns auf ganz andere Ebene einsetzen, dass unsere Lebensmittel besser werden. Aber es ist aus meiner Sicht keine Lösung zu sagen, wir essen jetzt keinen Fisch mehr. Ja. Sondern wir müssen gucken, dass wir bessere Lebensmittel kriegen und uns dafür. Man muss ja auch überlegen, was ist die Alternative? Ja, ja, und genau. Ist die jetzt so viel besser? Ich meine, dann habe ich halt Glyphosat drin. Ja, okay. Gut, du hast gefragt, die 3 wichtigsten. Also der Fisch steht sicherlich ganz oben, der Meeresfisch mit dem Jod noch dabei. Und dann an zweiter Stelle würde ich dann schon die pflanzlichen Lebensmittel und ich würde Gemüse, Obst und Nüsse fast nebeneinander stellen. Mhm. Die haben alle ihre Vorteile. Sie haben phenolische Substanzen, also sekundäre Pflanzenstoffe. Sie haben Ballaststoffe, bringen das pflanzliche Eiweiß mit. Also sie haben eine Fülle an Schutzstoffen, die den Fisch oder andere tierische Lebensmittel optimal unterstützen. Ich glaube, ein bisschen beim Bärenobst haben wir natürlich den Vorteil, dass nicht so viel Zucker drin ist, dass sie ballaststoffreich sind. Aber ich glaube, dass die Empfehlung zu Bärenobst auch ein bisschen daher rührt, dass das Bärenobst eigentlich auch am besten untersucht ist. Ja, immer auch die Frage, wo haben wir Daten? Und es gibt ein bisschen was zu Zitrusfrüchten, es gibt sehr viel zu Blaubeeren, es gibt ein bisschen was zu Cranberries oder Granatapfel. Aber weiß ich nicht, wenn wir jetzt, Feigen und Äpfel und Nektarinen untersuchen, kommt vielleicht auch was dabei raus. Also ich will jetzt gar nicht sagen, es ist nur das Bärenobst, aber das hat natürlich eine Fülle an Schutz- und Wirkstoffen. Ja. Und ist sehr gut zu verwenden. Gemüse haben wir schon gesagt, Nüsse ganz interessanterweise, eben auch mit vielen interessanten Fetten, Eiweiß, Ballaststoffe, also auch eine tolle Kombination. Aber Nüsse sind natürlich immer eher Snacks, also wollen ja jetzt nicht, dass die Leute kiloweise Nüsse essen, aber die kann man ruhig auch genießen. Das wären so meine Top, und natürlich ergänze ich Kokosöl. Natürlich. Das Kokosöl einfach, selbst wenn ich jetzt mich nicht so perfekt ketogen ernähre oder nicht so top-logi mich ernähre, aber es bringt eben doch einen kleinen Zusatzeffekt durch diese milde Ketonbildung. Mhm. Ich glaube, dass gerade wenn das schon darum geht, wie kann ich auch alte Leute motivieren, das Kokosöl bringt ja auch so eine leichte Süße von Natur aus mit. Ja. Und man weiß ja, dass oft die Leute dann auch auf Süße stehen und dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, ein gutes Fett eben in Süßspeisen einzuarbeiten oder auch einen Teil der Süße dadurch einzusparen. Ich kann ja auch mit Kokosflocken arbeiten, ich kann Kokosnuss essen, also ich muss ja nicht nur das Öl nehmen, sondern ich kann ja auch andere Kokosprodukte verwenden und da habe ich eine ganz vielseitige. Ja, ich meine, da ist man natürlich auf der einen Seite halt glücklich, wenn man jemanden Älteren betreut und der wirklich noch zu Hause ist, dann hat es man vielleicht einfacher, weil man ja auch da noch mitbestimmt, was vielleicht auf den Tisch kommt. Wenn man für sich selbst kocht und das auch präventiv natürlich diese Ernährung macht, dann ist es auch eine andere Sache. Aber wie würdest du das sehen, wenn jetzt jemand schon in einem Pflegeheim ist oder in einem Seniorenheim, gar nicht unbedingt pflegebedürftig jetzt, aber halt angewiesen darauf, dass andere für einen kochen. Macht es dann Sinn, trotzdem Kokosöl einzubauen und zu versuchen, vielleicht einfach oder Kokosprodukte zu essen oder so? Oder weniger? Was meinst du? Kartoffeln oder irgendwas? Also hast du jetzt persönlich Erfahrung in der Umsetzung oder von jemandem gehört? Ist das möglich?
Also ich will mal eine Sache erzählen, die ich jetzt gehört habe, nicht so sehr aus dem Pflegeheim, sondern aus der privaten Betreuung. Also in dem Pflegeheim, ich würde mir halt wünschen, dass es dort mehr ausprobiert würde, weil da ist ja eben oft noch wirklich süße Speisen und preiswerte Speisen, dann sind wir immer beim Grießbrei, bei Nudeln und Kartoffeln. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass eben auch die Menschen, die im Pflegeheim für die Verpflegung zuständig sind, dass sie ein bisschen mehr eben Kohlenhydrate oder ja reduzieren und auch sich mit Kokosöl beschäftigen. Ich glaube, das passiert noch viel zu wenig. Ja, ich habe aber die Tage eine Geschichte zugetragen bekommen von einer Frau, die ihre Mutter pflegt, die schon an Alzheimer erkrankt ist. Die kriegt es noch mit. Man denkt ja auch immer, ja, man hat Alzheimer und ist dann weg. Aber das Schlimme ist ja, dass es sehr lange dauert und dass man am Anfang sehr wohl alles mitbekommt. Und die Mutter ist also erkrankt und die Tochter kümmert sich und ernährt sie möglichst ketogen, möglichst low carb mit Kokosöl. Und jetzt hat sich aber bis zur demenzkranken Mutter herumgesprochen, dass Kokosöl ja ganz böse ist, dass es Herzinfarkt macht und nicht gut ist, woraufhin sie dann mal wieder Brot gegessen hat. Und die Tochter berichtet, dass sie schon ganz kurz danach sich in der Wohnung nicht mehr orientieren konnte. Also eine unmittelbare Wirkung und dann haben sie wieder umgestellt und jetzt kennen sie sich wieder aus. Ja. Und das finde ich sehr, sehr eindrucksvoll. Na, ist N gleich 1, ist jetzt ein Erfahrungsbericht. Ich bin mir sicher, wir werden mehr davon hören. Ja. Der Dale Bredesen, der amerikanische Arzt, der ein umfängliches Lebensstilprogramm entwickelt hat zur Alzheimer-Therapie auch, die berichten ähnliche Dinge. Die haben die ersten Fallbeschreibungen, wo sie Leute haben, die Vorstufen von Demenz haben, die zum Teil am Beginn der Erkrankung sind, die aber schon so beeinträchtigt waren, dass sie ihre Arbeit nicht mehr richtig machen konnten oder zum Teil sogar schon aufhören mussten. Und die erste Fallserie, die beschrieben wurde, das waren 10 Patienten. Und da hat man genau das gemacht. Also man hat für gesunden Schlaf gesorgt. Man hat geguckt, dass die Leute sich auch ein bisschen entspannen, soziales Miteinander und eben Kokosöl in der Ernährung oder eben MCT-Öle, also die Ketonbildung, nächtliches Fasten. Und man hat bei neun von zehn eine solche Verbesserung gefunden, dass die wieder arbeiten gehen können, dass sie wieder oder eben wieder ihre Arbeit genauso gut machen können wie vorher. Also mir ist sehr wohl bewusst, dass das natürlich wissenschaftlich alles noch anfechtbar ist, weil es erst Fallbeschreibungen sind, aber irgendwo muss man anfangen. Ja. Und ich denke, wir haben ein sehr geringes oder eigentlich gar kein Risiko für Nebenwirkungen. Wir haben die Chance, das auszuprobieren. Das steht ja auch jedem frei. Ja. Und ich habe gehört, es gibt jetzt die ersten Arztpraxen in Deutschland. Zum Beispiel in Freiburg gibt es eine Praxis, die ähnliche Programme machen. Und das sind ja Leute, die noch nicht erkrankt sind und die eben auch sagen, wir sehen gute Erfolge. Mhm. Was die Erkrankten angeht, da kommen eben jetzt die ersten Berichte auch aus Amerika von Bredesen. Und auch das stimmt uns sehr optimistisch. Aber aus dem Pflegeheim höre ich ehrlich gesagt noch gar nichts. Und das wäre eigentlich mein sehnlichster Wunsch, dass auch ein paar Pfleger oder Altenheimbesitzer oder Aktionäre unser Buch lesen und dass man einfach erkennt, dass man wahrscheinlich mit ganz einfachen Maßnahmen wirken kann. Ich sage immer, man könnte ja mal im ersten Stock Kokosöl einführen und im zweiten Stock macht man weiter wie bisher und dann wird man schon Unterschiede sehen, davon bin ich überzeugt. Ja, das ist witzig. Also die Geschichte, die du vorhin erzählt hast, weil ich habe genau, also auch jemanden, der mir etwas Ähnliches erzählt hat, von der Mutter, die mehr oder weniger ketogen ernährt worden ist und die wusste, da war es irgendwie so, die hat eine, da gibt es so Getränke, so Trinknahrung, die dann sehr haltig ist. Ja? Und sie hat nicht gewusst, dass sie die trinkt, aber die hat dann angefangen, die zu trinken und auf einmal hat die eben nicht mehr auf die Toilette gefunden. Ja. Zum Beispiel. Also es war eben wirklich. Und das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Und ich weiß ja wohl, dass die Kasuistiken in der Evidenzpyramide sehr weit unten stehen, aber sie gehören zur Evidenz dazu. Aber irgendwo muss man anfangen, so wie du sagst. Ja, und die randomisiert kontrollierte Doppelblindstudie ist in anderen Bereichen auch nicht vom Himmel gefallen. Dann hat man auch erst Dinge beobachtet, hat dann Grundlagenforschung gemacht. Und das ist ja auch was, was uns ja auch optimistisch stimmt, was die ketogene Ernährung oder die Ketonkörperanwendung in anderen Bereichen betrifft, dass wir auch aus der Grundlagenforschung sehr gute Hinweise haben. Und natürlich sind das im Moment alles Angebote, Hinweise,
Aber ich finde, die Menschen sollten das wissen. Und dann entscheidet jeder für sich, ob er das ausprobieren möchte oder nicht. Aber wenn es so gute Aussichten gibt oder solche, ja, Aussicht auf Erfolg oder auf Aufschieben oder auf besseres Wohlbefinden, dann finde ich, haben die Menschen ein Recht, das zu erfahren. Genau. Vor allem muss man auch immer abwägen, was sind Kosten-Nutzen oder Risiko-Abwägen machen. Und man kann natürlich nach randomisierten Doppelblindstudien schreien, aber es ist eine Sache, ob ich ein Medikament teste, das vielleicht schwerste Nebenwirkungen hat, oder ob ich eine Ernährungsintervention ausprobiere, die schlimmstenfalls halt nichts bringt. Ja. Also vor allem, da muss man sicherlich die Verhältnismäßigkeiten, glaube ich, auch betrachten. Genau. Ja. Genau. Ich möchte noch mal dein Buch gleich in die Kamera halten. Das ist gut. Das Essen nicht vergessen, eben von dir, Ulrike Gonder, und Dr. Peter Heilmeier im Systemed Verlag erschienen. Und ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen. Das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja wirklich nur ein ganz, ganz mini ja, Ausschnitt aus dem tollen Buch, aus dem ganzen Wissen, das da drinnen ist. Es sind Anleitungen auch, wie man es wirklich umsetzen kann, sehr praktisch und toll geschrieben, also verständlich, aber jetzt, also sachlich, fachlich sehr kompetent, aber auch verständlich, was ja für oft dann das Schwierige ist, so ein komplexes Thema nicht zu stark zu vereinfachen, weil auch das birgt Gefahren, meiner Meinung nach. Unbedingt, ja. Zu stark vereinfacht, das macht auch angreifbar natürlich. Mhm. Deswegen Gratulation zu dem Buch, wirklich sehr, sehr gelungen. Freut mich, danke. Also wir werden dann natürlich sowieso in den Shownotes verlinken, sowohl natürlich zum Buch, zum Kongress und zu dem Wochenendseminar. Dass dann in allen Oberstübchen das Hirn genau. Ja, dann vielen lieben Dank, Uli, für deine Zeit. Ich danke dir. Es war wie immer eine Freude. Und die Zeit schon wieder so schnell um, gell? Wir haben immer, ich glaube, uns geht der Gesprächsstoff nicht aus. Ja, vielen Dank nochmal. Einen schönen Abend wünsche ich und bis bald. Bis bald. Tschüss, Julia. Halt, noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal.